Schaut das aus wie bei Loriot. Der war gut. Der war nicht schlecht. Der hat gute Sachen gemacht. Herzlich willkommen bei Torus TV. Heute begrüße ich bei mir den Honigmann. Moin. Wie? Einfach moin. Das geht aber lauter, oder? Meinst du? Ja, das klingt im Saal, geht das vielleicht lauter, wenn das Publikum mitmacht. Und sie machen fast alle mit. Ja. Weil bei uns sagt man zu jeder Tages- und Nachtzeit moin. Bei besonderen Anlässen oder auch bei Freunden heißt es moin, moin. Moin kann man immer sagen. Hat mit morgen oder sonst was nichts zu tun. Okay. Also einfach nur eine Begrüßung, ist das Moin. Mhm. Moin. Moin. Um 17 Uhr. Kein Problem, das kannst du auch nachts sagen. Der Honigmann. Mhm. Fast jeder kennt den Blog, der Honigmann sagt. Sehr viele, ja. Das ist aber teilweise etwas verwirrend. Manche denken, was hat der Honigmann, oder warum heißt es der Honigmann, wenn der politisches Zeug postet oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder was weiß ich, russische Heilmethoden. Das ist einfach zu erklären. Vom Beruf aus bin ich Kaufmann, ich bin irgendwann mal zur See gefahren. Ich war lange Jahre, fast 30 Jahre selbstständig, wollte aufhören, damals 89 zu arbeiten. Da ist mein Nachbar, nachdem ich mir ein Landhaus gekauft hatte in Friesland, ist zu mir gekommen und meinte, du bist viel zu jung, um aufzuhören zu arbeiten, du wirst Imker. Was werde ich? Du wirst Imker. Ja, bin ich geworden. Nach 2 Jahren habe ich ein Buch drüber geschrieben, über die Gesundheit durch die Bienen. Kann ich mit Fug und Recht behaupten, das ist ein Bestseller geworden. Bestseller zählt da 50.000. Wow. Ich liege ungefähr bei 70.000, ohne einmal Werbung zu machen. Mhm. Da kann man drauf zurückblicken, wie das eingeschlagen hat. Ich habe sehr viele Produkte, die nicht ich erfunden habe, sondern die Jahrtausende alt bekannt sind, habe ich einfach wieder bekannt gemacht. Dadurch bin ich bekannt geworden und durchs Buch dann oder dadurch bedingt. Zum Beispiel Propolis. Zum Beispiel Propolis. Gab es schon immer. Gibt es 3000 Jahre mindestens nachweislich. Das hat selbst die Pharmaindustrie entdeckt. Mhm. Hier Bayer Leverkusen und Ähnliches. Die haben es entdeckt. Und da habe ich 89 hatten die da mal eine Veröffentlichung drin, dass man 121 Integrenzien gefunden hatte. Mhm. Dann hatte ich einen Vorstandsbrief fertig gemacht, an den Vorstand direkt geschrieben, also mich bedankt dafür, ein bisschen längere Ausfertigung, und habe dann allerdings nachgefragt, wo sind die anderen 30? Mhm. Es sind nämlich 151 Integrenzien drin. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen davon. Kann man 2 Sätze dazu sagen? Ich habe jetzt gehört, Propolis ist ein Natur-Antibiotika. Oder jemand anders hat zu mir gesagt, das ist eigentlich die Bienenkacke. Nein, hat Nein. damit nichts zu tun, überhaupt nichts zu tun. Mhm. Kommt nicht mal in die Nähe dessen. Propolis gibt es so in der Natur nicht. Punkt. Mhm. Es gibt Kitharz. Und Kitharz ist keine Propolis. Kitharz hat sämtliche Verunreinigungen drin, braucht die Biene aber, um Löcher in der Beute, in ihrer Wohnung, zu stopfen, um Risse zu stopfen, um die Eingänge kleiner zu machen, um gesund zu bleiben. Geht ein Fremdkörper über welch, kann es ihm passieren, dass er stirbt. Mhm. So halten sich die Bienen sauber, so sollte es sein. Diesen Kitharz, den kann man abkratzen und den kann man den Bienen stehlen, sie bauen sofort Neues nach. Und der muss gereinigt werden mit reinem Alkohol, das dauert teilweise Wochen. Bis man irgendwann eine Reinheit hat von 93%, mehr kriegt man nie raus. Mhm. Dann ist es wie ein Sirup. Dann wieder aufarbeiten mit Alkohol und dann eine Urtinktur von zu machen. Mhm. Beinhaltet aber nicht, dass ich damit heilen kann. Mhm. Das kann ich sowieso nicht, das dürfen wir nicht und lehnen wir auch ab. Heilen kann nur derjenige sich selbst, der es nimmt. Mhm. Ich kann eine Anregung dazu geben, mhm. was er machen kann. Und das ist lange, lange bewiesen und nachgewiesen. Und leider findet man alte Folianten in
deutschen Museen oder in deutschen Bibliotheken überhaupt nicht mehr. Die sind alle, wie sage ich mal so schön, verdunstet. Dann nochmal die Frage, was ist Propolis? Propolis, wieder auf dich zurückkommen. Propolis ist ein natürliches Antibiotikum, was die Biene sich selbst herstellt in Form von Kitharz, das gereinigt werden muss. Mhm. Und Propolis ist für uns zugänglich fürs Immunsystem, um das Immunsystem aufzuarbeiten. Okay. Das ist nur eines der Produkte, was wir der Biene verdanken, was wir oder was die Biene uns auch gibt für wissende Imker. Mhm. Leider haben die meisten Imker kein Wissen darüber. Mhm. Denen geht es nur um Honig und dann hat es sich. Schade ist es eigentlich. Also sollten alle dein Buch kaufen und da steht. Besser wäre das, ja. Ja. Also ich kann man sagen, da kommt dieser Spitzname oder Codename der Honig. Da kommt her. Das her, ja. Ja. Ich habe mal in einer norddeutschen Zeitung so alle 14 Tage eine Veröffentlichung gehabt und dann kam irgendwann einer drauf, der Honigmann kommt oder der Honigmann macht wieder ein Pamphlet fertig und. Mhm. Und da habe ich Ratschläge gegeben, auch wie man sich gesunder halten kann. Mhm. Und daher stand der Name immer noch. Den konnte ich natürlich nicht ablegen. Ich hatte in der Zwischenzeit hat man mir ein bisschen übel mitgespielt. In vielen Variationen haben hochrangige Politiker mit dran gewirkt, weil ich in deren Bereich zu viel Macht erheischt habe. Mhm. Ich habe sie meines Erachtens nie missbraucht, aber das mochten sie nicht, weil ich in die Politik eingegriffen habe. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann den Kanal auf und den einfach satt gewesen und dann habe ich mich in diesen Blog gemacht, der mir nach mehreren Jahren nicht mehr gefiel. Dann bin ich zum nächsten Blog übergewandert. Der tauchte meines Erachtens gar nicht viel, weil man da nicht viel machen konnte. Dann bin ich zu WordPress gekommen. Naja, WordPress war schon fast perfekt. Mhm. Bis auf gestern. Ja, gestern haben sie mich dann rausgeschmissen. Da kann man vielleicht noch einen eigenen Kurzclip drüber drehen. Da können wir drüber drehen. Es wird auch weitergehen, ganz klar. Ich werde in der nächsten Woche was Neues erstellen und ich muss nur Zeit dazu finden. Vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass ein bisschen Ruhe eingetreten ist, aber in der nächsten Woche wird es weitergehen. Der gleiche Name, gleiche Welle, nur ein anderer Server. Man könnte auch sagen, gezwungene Sommerpause, die du dir mal verdient hast. Ja. Danke, ja. Tut vielleicht tatsächlich mal ganz gut, mal Ruhe reinkommen zu lassen, dass vielleicht auch Leute mal aufwachen und wirklich auch mal was anbieten, wo kann ich hingehen? Ich kann nicht alles alleine machen. Mhm. Schafft man gar nicht, dafür ist das viel, viel, viel Arbeit. Können sich die meisten auch gar nicht vorstellen. Aber ganz einfach, um Mitteilung zu machen, mehr will ich auch nicht, Informationen weiterzugeben. Mhm. Dass ich dadurch eine Macht erreicht habe, ist mir klar. Mhm. Das weiß ich. Die Macht nutze ich auch. Ich missnutze sie so nicht. Ich nutze sie, um die derzeitige politische Lage, ich sag mal, zu glätten. Um den Leuten mitzuteilen, was auf sie eventuell zukommt. Viele Sachen will ich auch nicht. Aber wir müssen auch einigen Sachen und den tatsächlichen Geschehen ins Auge gucken. Und da dürfen wir nicht die Scheuklappen aufsetzen, wie viele sagen, ich will davon nichts wissen, ich will davon nichts hören. Mir geht's ja gut und was weiß ich. Und nein, das kann es nicht sein. Ich muss wissen, was will man uns machen, wo will man mit uns verfahren, wo will man mit uns hin. Mhm. Denn das, was dort im Moment abläuft, ist der reine Genozid. Genozid ist... Dann müsste man nochmal zurückspulen, also du hast gesagt, Ende der 80er war das mit dem Imker. Ja, bin ich. Und dann kam der Block. Hast du ja schon Jahrzehnte früher immer wieder Kontakte gehabt. Ja, auch. Ich bin im Prinzip angefangen vor fast genau 50 Jahren. Mhm. Da war ich noch jung Bengel. Durch eine Freundin in Galveston, Houston in Texas unten, die hat mir damals Verträge gezeigt von zwischen der amerikanischen Regierung und Außerirdischen. Mhm. Wenig Ahnung oder gar keine Ahnung davon, belächelt und. Hab die aber gelesen, hab mich durchgehoben, das ist bei mir hängen geblieben.
Und dann bin ich irgendwann wieder nach Hause gekommen auch. Und dann habe ich mich in diese Thematik reinversetzt und naja, mich schlau gemacht. Internet gab es nicht. Ticker hatte ich dort nicht, die habe ich nachher erst gehabt. Eigenartigerweise bekam ich per Post oft Sachen zugeschickt. Mhm. So habe ich beispielsweise Anfang der 70er Jahre schon die Kopie des Tagebuchs des Admiral Byrd gehabt. Mhm. Oder wer Adolf Hitler finanziert hatte, den Überweisungsträger in Kopie, den habe ich 75 oder 76 habe ich den schon bekommen. Mhm. Da hat noch keiner daran gedacht, wie der finanziert worden ist. Mhm. Denn Internet kam ja erst auf Mitte 80er Jahre. Aber sowas von klein. Ja, wobei genutzt wurde es, ich weiß noch, ich war in der Computerbranche und wir hatten 92 die erste E-Mail-Adresse. Richtig. Das war eigentlich erst 90er. Völlig richtig. Ja. Und war mein Vorteil, ich habe durch meine Betriebe schon den ersten Computer gehabt, 82. Mhm. Das waren 40.000 Gigabyte, nee, 40.000 Megabyte. Kilobyte. Oder Kilobyte. Den haben die mit 6 Mann reintragen müssen. Damals haben wir noch einen Raum für bauen müssen, damit er belüftet wird. Mhm. Wahnsinn, den habe ich damals auf der Cebit gekauft. Mhm. Und dann kostete richtiges Geld das Ding noch. Natürlich die übliche Zahl. Der kostete damals schon 23.000 D-Mark. Mhm. 23. Mhm. Da war er wieder. Ja. Aber das ist mein Anfang im Punkto Computer gewesen. Ja. Und dann Internet begann Mitte 80er, Ende 80er Jahre und dann die erste Mailadresse, ja, 92, 91, 92, 93. Ja. Das erste Handy dann auch. Ja. Damals noch die großen Dinger mit der Antenne oben drauf, ja. Halbe Knochen. Ja, und so bin ich da reingewachsen und dann hat man mir irgendwann Ende der 90er Jahre übel mitgespielt. Weil ich mal wieder in den 80er, 90er Jahren zu viel politische Macht bekam. Mhm. Und irgendwann hat man dann den Kanal auf. Und irgendwann kam ich dann so, jetzt machst du da was und bist dann mal gegen die derzeitige Politik. Da bin ich immer noch mehr denn je. Und es hat sich so viel herauskristallisiert, weil was falsch ist, was falsch gemacht wird, absichtlich. Und es will mir auch keiner unserer Politiker erklären und sagen, dass er je Politik gemacht hat. Keiner. Schon gar nicht diese Miss Merkel da oder wie sie sich nennt. Und ab dritte Reihe, die wissen gar nicht mehr, was los ist. Die ersten 2 Reihen im Bundestag machen auch keine Politik. Es bekommt ihnen oder wird ihnen gesagt, was sie zu sagen, zu tun und zu lassen haben. Und das sind ein paar Etagen darüber. Das sind teilweise Staatssekretäre, die wiederum ihre Mitteilung bekommen von der C-, B- und A-Linie. Die machen Politik. Aber auch die bekommen zugeleitet. Da gibt es noch 3, 6 Reihen drüber, 6 Stufen drüber. Immer diese Pyramide. Die Pyramide, völlig richtig. Und da sind wir noch lange nicht oben. Mhm. Da sind wir noch lange nicht oben. Mhm. Die Leute verdammen und verdäubeln immer den Rothschild. Der Rothschild ist auch nur ein Hansel. Nichts anderes ist der Geldverteiler, und der mit dem Geld die Machtverteiler der Welt, mehr nicht. Mehr nicht. Geld ist nicht alles. Und das, was wir zurzeit haben, ist kein Geld. Das ist Brückengeld vielleicht. Überall ist auch eine Brücke drauf. Aber wirkliches Geld oder wirkliche Dollar, Euro-Noten, Banknoten sind es nicht. Sonst wäre kein Copyright-Zeichen drauf. Mhm. Und die ersten waren noch nicht mal unterschrieben. Mhm. Okay. Warum, da bitte ich dich, die Worte weise zu wählen, wenn wir das ins Internet stellen, weil du weißt ja, was passieren kann. Richtig. Warum machst du das? Das habe ich ein paar Mal schon erklärt. Ich mache es natürlich auch für mich. Hm. Ich mache es, und das sage ich extra so, ich mache es für mein Volk, für mein Land, für meine Welt, für die Menschheit. Ich will nicht, dass wir vor die Hunde gehen, dass ich nur ein kleines Sandkorn bin, ist mir völlig klar. Aber viele Sandkörner, da hakt es denn bei den meisten schon. Und dann heißt es wirklich, wir haben Sand ins Getriebe gestreut. Und einer von diesen Sandkörnchen will ich sein und bin ich auch. Und selbst durch den Block haben wir richtig schon viel und hohe Politik betrieben. Mhm.
haben die meisten so nicht hinter, weil das meiste im Hintergrund abläuft. Aber wir haben mehr Politik betrieben und auch erreicht, sehr viel erreicht, als die meisten sich vorstellen können. Das war einer der Gründe, warum man mich jetzt im Moment gestern Nacht weggeboxt hat. Okay. Erstmal. Aber sie haben dennoch verloren. Und im Hintergrund bricht bei den sogenannten Eliten alles zusammen. Es sind ja nicht mehr Eliten, sie meinen es nur, sie seien es. Es sind nur 8.000 bis 10.000 Lebewesen, ich drücke das mal so auf der Welt, die das Sagen haben. Mhm. Sie haben nur das Sagen, weil sie das sogenannte Geld in der Hand haben. Mhm. Geld ist Macht. Und darüber definieren sie sich, darüber definiert sich die ganze Bevölkerung. Und naja, das geht hin bis zum Shoppen. Ich muss shoppen gehen. Mhm. Es ist deren Macht des kleinen Volkes. Das wissen die. Die sind nicht dumm. Und die Stäbe drumherum, die sind nun überhaupt nicht dumm. Die nutzen das aus. Mhm. Und da will ich unter anderem gegen angehen. Und da bin ich bei. Mit Erfolg. Dann weiter viel Erfolg. Dankeschön. Und viel Erfolg jetzt beim Vortrag. Du musst gleich runter. Wir sind beim Taurus-Kongress. Ja. Und da gibt es auch wieder ein spannendes Thema. Wir werden schauen, was es gibt. Ich warte immer gerne auch auf Fragen aus dem Publikum. Mhm. Natürlich kann ich Geschichten erzählen. Ich habe Verbindungen zu wirklich hohen, sehr hohen Kreisen. Die sind nicht täglich, die sind nicht wöchentlich. Die sind manchmal auch nur einmal im Vierteljahr, im halben Jahr. Manchmal auch wöchentlich, klar. Aber es sind schon verschiedene, die ich noch aus dem Wirtschaftsbereich heraus kenne. Und die rufen mich an und denen passt das auch alles nicht, obwohl sie sehr, sehr hoch angesiedelt sind. Aber ich kann erzählen Geschichten und was ich weiß, das kann bis morgen früh um 10 dauern. Hm. Dann finde ich noch kein Ende. Nur lieber ist es mir, wenn die Leute fragen, weil es die einzelnen Fragen, die auf der Seele brennen. Und die versuche ich zu beantworten. Ob ich es immer hinbekomme, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht alles. Ich kann nicht alles wissen, aber ich gebe mir Mühe, es zu beantworten. Ich möchte behaupten, du weißt mehr als mehrere zusammen da unten. Möglicherweise ein bisschen, aber das ist eine Sache der Jahre und die Erfahrung, die ich gemacht habe. Hm. Und die ich mitgemacht habe und wo ich hintergucken konnte. Hm. Und ich habe ein relativ gutes Gedächtnis. Und da bin ich ganz stolz drauf. Hm. Das soll auch so erhalten bleiben. Richtig. Und? Ich bin Deutscher und ich will Deutscher bleiben. Und deswegen tue ich das auch. So einfach geht das. Danke fürs Gespräch. Ich bedanke mich auch. Und in Bayern sagt man, gesund bleiben. Dankeschön. Gesund bleiben. Okay. Herzlichen Alles Dank. Gute dir. Danke sehr. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.